So, damit sind wir dann bei der letzten Aufgabe, weil die mit Scharfschützengewehren, das mache ich dann im Stream. Wir müssen nur noch Daten in Operation-Matches von den Spionen sammeln. Wie geht das Ganze? Ganz simpel, wir müssen halt, genau, Achtung, einer von den beiden, entweder spielt ihr halt im Duo oder ihr spielt Knockout. Ich mache das Ganze aber jetzt, würde ich sagen, na, was mache ich denn? Ach komm, nehmen wir Knockout. Und was müssen wir da machen? Ganz einfach, ihr müsst einfach nur spielen. Ihr müsst da nicht viel mehr machen. Einfach spielen, bis ihr die 10 Dinger gesammelt habt. Ich glaube, wenn man bis ins Finale kommt und das Finale sogar gewinnt, hatten wir gestern 9 Stück, wenn ich mich nicht irre. Also quasi, warte mal, lass mich lügen. Wenn ihr gewinnt, müsst ihr 5 Runden gewinnen, dann habt ihr es eigentlich schon. Obwohl, im Prinzip 4, so dass ihr das Finale gewinnt und nochmal eine. Aber selbst wenn ihr jedes Mal eine Runde verliert und öfters rein müsst, sind es halt 10 Runden. Also eine bekommt man auf jeden Fall, selbst wenn man verliert. So, und dann wundert euch nicht, was die Skin-Verlosung betrifft. Natürlich findet die immer noch auf meinem Kanal statt, aber allerdings im Livestream. Und für wen im Livestream? Genau, für die Mitglieder. Ist einfach nur ein kleines Dankeschön an alle die, die mich supporten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell gleich sogar schon im Livestream, weil hier, das ist wie gesagt die letzte Mission. Und danach werde ich halt online gehen. Und erstmal Grüße auch an die hier in der Runde. Ihr habt es dann geschafft, ihr seid im Video mit drin. Ich hoffe halt, wir holen direkt den Sieg komplett. Und wie gesagt, wir sehen jetzt einfach mal, was wir machen müssen. Aber ich denke mal, den Modus kennt inzwischen jeder. Zwei seltene Skins. Der Adrian und Danny. Die Skins sieht man eigentlich nicht mehr so oft. Unser Team, Standard-Team. So, aber gestern habe ich es halt mit Moritz geschafft in Duos bis zum Finale. Im Finale hat mir dann nur noch einen Gegner. War dann auch interessant. Ein Gegner, er hat einen Headshot bekommen, danach hat er gequittet. So, was holen wir uns hier für eine Waffe? Da ist schon mal nichts. Waffenschmied ist natürlich wieder Bombe. Letzter Versuch, der muss es retten. Oh nein, nur Schrott. Aber die hatte ich gestern schon. Ne, warte mal, die war es nicht. Hier, die war das. Sturmgewehr mit Zielfern. Ne, das war die auch nicht. Dann nehmen wir das. Hat er jetzt einfach so ausgewählt. So, wie gesagt, ihr müsst halt einfach die 4 Minuten. Also die Aufgabe dauert halt, wie gesagt, ein bisschen länger. In den 4 Minuten kriegt ihr halt eine bis maximal 2 von den Daten. Deshalb, das ist einfach eine Mission, die ein bisschen länger dauert. Deshalb frage ich mich gerade, lieber Luca, wie hast du denn in 5 Runden alles geschafft? Geht doch gar nicht. Jetzt, wo ich hier mal so gerade drüber nachdenke. Ah. Ah. Zack, da ist der erste Kill. Ehre, Ehre, Ehre. Also kriege ich wenigstens meine Scharfschützen an dem Dings hin, habe ich gesagt. Am besten hier den Modus. Natürlich wieder knapp vorbei. Einfach nur ein netter Hit. Zack, der nächste. Easy Clap. Hätte schon besser hier mein Video gemacht mit den Scharfschützen. Jetzt natürlich die Frage, wo landen die? Aber 2 Kills gemacht, 3-0 steht für uns. Easy. Jetzt die Frage, wo landen. Sag mal, kommen die auch nochmal runter? Aha, er hat sich revanchiert. Aber die sind rechts von uns, falls mich irgendeiner hört. Ja, ja, Easy Clap. Da sind die irgendwo. Oh Gott. Der hat ja schon mal gar nichts mitbekommen. Na komm, komm. Zack. Dritter Kill. Easy. Damit steht 7-2. Naja, bleibt stehen. Aber meine Scharfschützenmission haben sie damit easy geschafft. Ich sage, hätte ich mal besser hier das Video gemacht. Dann
Boah, durch den Baum durch. Eieieiei. Das schmeckt. Der Gegner. Ja, den Kill habe ich verschenkt. Aber ich denke mir, hier die Runde werden wir definitiv gewinnen. Aber waren ein paar schöne Snipes jetzt dabei. Ja, er hat natürlich. Nein, der Headshot hätte noch sitzen können danach. Wie viel steht's? Ah, 45 Sekunden noch, 4 Kills haben wir Vorsprung. Dem ich habe halt sonst nur eine Pistole. Ah, gut, easy. Der Gegner. Jetzt verschenke ich hier gerade. Oh Mann, ich wollte jetzt unbedingt mit aller Gewalt noch einen Sniper-Kill machen will. Aber ich denke mal, hier wird alles easy vonstatten gehen. Ich sage, wenn ihr so knapp in Führung seid, geht einfach keinen Kampf mehr großartig ein. Weil ihr seht ja, die müssen kommen. Oh, das wird eng. Oh, es darf keiner sterben. Ah, gut. So, wie ihr gesehen habt, 2 haben wir jetzt. 2 haben wir bekommen, 10 brauchen wir. Also im Prinzip 5 Runden gewinnen und schon habt ihr das Ganze. So, mal gucken, ob wir die zweite Runde auch noch gewinnen. Vor allem, jetzt brauche ich mal eine vernünftige Waffe, ey. Der Sniper war zwar glücklich, aber jetzt brauchen wir was Besseres. Am besten Schallgedämpfte mit Schildversorgung. Na komm, mach hin, Fortnite. Und keine Zeit. Schallgedämpfte Schildversorgung. Schallgedämpfte Schildversorgung. Ja, ich kenne den Turnierbaum. Komm, gib Gas. Schallgedämpfte Schildversorgung. Ach, komm schon. Nein, nur Schrott. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann, oh, ich hätte doch die Pump nehmen sollen, ey. Habe ich 2 Sniper und eine Pistole. Wunderbar. Aber das halbautomatische Scharfschützengewehr ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Das Problem ist, wo lande ich hier, ey? Und hier brauche ich mich eigentlich auf keinen Kampf einzulassen. Hat keiner gesehen. Alle weggucken. Ich war das nicht. Diese FPS-Drops wieder. Er hat noch eine Pump, super. Läuft. Ich dachte, das wäre unser Sniper-Spezialist gewesen. Ich glaube, die Runde hier geht in die Hose. Das ist halt kacke. Ich habe aber auch 2 Sniper, ey. Braucht kein Mensch. Schmeckt. Ja, Headshot war da, aber reicht nicht, weil er Blue Leaf Life hat. Blue Leaf. Ah, 7-7. Hier gibt es aber auch keine Erhöhung, die ich mich irgendwie verstecken kann, in Anführungszeichen. Gut, der schmeckt auch, der Kill. Jetzt gucken, dass ich mich hier irgendwie ein bisschen abseits hinstelle. Ich meine, wir führen noch mit 10-9. Warum fighten wir denn jetzt alle da unten? Er bleibt auch da unten. Ich sehe hier halt nichts. Oh, Gegner. Ah, da. Nice. So unglücklich dauernd.
Ein Sitz, den ich bei mir. Ja, der Hit da, aber trifft nichts mehr. Ja, die habe ich. Man merkt halt, ich bin kein Sniper. Oh nein, er ist bei mir. Oh, der Typ geht mir echt auf den Keks. Aber wie gesagt, ihr habt ja gesehen, eine Runde gleich zwei Daten, Niederlage eine Daten. Und in dem Sinne würde ich sagen, war's das auch schon wieder und haut rein.